So, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium mit Aufgabenblatt 4, vor allem die Themen. Nochmal so ein bisschen Komplimente, andersrum. Komplimente an euch eher, dass ihr hier abends noch da seid. Und von daher, ja, müssen wir ein bisschen gucken. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, irgendwie gab es das Aufgabenblatt relativ spät. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch deswegen nicht dazu gekommen sind, es sich vorher anzugucken. Ich habe es auch irgendwo zwischen Arbeit und eben noch runter dazwischen geschmissen. Aber ich denke, wir sollten damit einmal durchkommen können. Genau, das erste Thema ist nochmal Subtraktion mit Komplementen. Und zwar, ja, was eine Aufgabe ist, wo ihr auf jeden Fall gucken müsst. Es gibt da mal ja unterschiedliche Zahlensysteme, in denen ihr das machen sollt. Im Dezimalsystem, im Hexadezimalsystem und im Dualsystem. Und vor allem, was ganz wichtig ist, im Aufgabentext, da steht wieder, mit wie vielen Stellen ihr rechnen sollt. Also da auch immer dann darauf achten, was da jeweils zusteht. Wir nehmen mal relativ bisschen einfachere Zahlen. Wir fangen mal an mit dem Dezimalsystem. Und sollen einfach nur berechnen 58 minus 14. Und in dem Fall das Ganze, würde ich dann sagen, mit drei Stellen berechnen. So, wenn wir jetzt diese Subtraktion machen sollen, und das Ganze aber mit Komplementrechnung, was muss ich denn dann machen? Wer erinnert sich noch, das haben wir letzte Woche ja auch schon angerissen, das Thema. Ich habe hier diese Subtraktion, aber ich soll da stattdessen mit Komplementen rechnen. Was für Komplemente haben wir letztes Mal kennengelernt? Letzte Woche. Ja? Genau, Einer- und Zweierkomplement, das war im Dualsystem. Jetzt sind wir im Dezimalsystem erstmal unterwegs. Und dann gibt es auch das Äquivalent dazu. Ist dann im Endeffekt das Zehner- und das Neuner-Komplement. Beziehungsweise ganz einfach gesagt, ich glaube, das hatte ich dann nur im Nachgang hier noch im Hörsaal auf Nachfrage, nachdem wir eigentlich fertig waren, noch jemandem erzählt. Also es gibt das B-Komplement einer Zahl. Das ist B in dem Fall die Basis des Zahlensystems. Und dann gibt es immer das B-1-Komplement einer Zahl. So, und wie wird das Ganze berechnet? Ich sehe im Chat hier auch schon die Sache, dass wir als erstes die Invertierung machen und am Ende noch die 1 auf die letzte Stelle addieren. Und genau das ist das, was wir hier eben auch machen müssen. Also um das B-Komplement einer Zahl zu berechnen, machen wir als erstes das B-1-Komplement, was einfach das Invertieren ist. Und für das B-Komplement nehmen wir dann das B-1-Komplement und addieren 1 auf die letzte Stelle. So, die letzte Stelle ist wichtig, weil, na, wenn ich ja 0,15 habe, dann wird die 1 auf die 5 addiert und dann habe ich 0,16. Nicht einfach nur 1 addieren, sondern 1 auf die letzte Stelle. So, dann wurde hier eben schon geschrieben, wenn ich das Ganze hier also berechnen soll, dann würde ich 14 invertieren. Und im Zehnerkomplement haben wir dann die Invertierung. Also im Endeffekt ist die Summe immer 0, immer 9 von den Zahlen. Das heißt, 0 wird mit 9 invertiert, 1 mit 8, 2 mit 7, 3 mit 6 und 4 mit 5. Wir müssen bedenken, was hatte ich eben gesagt? Wir sollten das Ganze mit drei Stellen machen. Das ist jetzt Teil der Aufgabe, nicht des Grundlegenden. Das heißt, ich würde hier noch eine 0 ergänzen. Und dann invertiere ich 0, 1, 4, komme dann auf 9, 8, 5.
Ja. Wie gesagt, dass ich hier jetzt die 0 ergänze für die Zahl, die ich invertiere, liegt dann daran, dass ich eben ja gesagt hatte, wir rechnen das hier mit 3 Stellen. Eine Hausaufgabe wird von 4 Stellen genannt. Das heißt, wenn ihr eine Zahl habt, die ist kürzer als die 4 Stellen, dann müsst ihr sie entsprechend verlängern mit Nullen davor. Jetzt habe ich meine invertierte Zahl und die würde ich dann. Achso, jetzt habe ich natürlich die 1 vergessen. Moment. Plus 1 auf die letzte Stelle. Das heißt 985, nee, 86. Und statt 58 minus 14 rechne ich dann jetzt als nächstes 58 plus 986. Beziehungsweise auch hier gehört eigentlich ja dann die 0 davor. Also 058 plus 986. Sparen wir jetzt gerade mal den Übertrag. Das ist 4, einen im Sinn, 9 sind dann nochmal wieder 14 und ein Übertrag 1, der als Übertrag und die 9 ist 10. Das heißt, das reine Ergebnis der Berechnung wäre 1044. Und es fällt uns eine Sache auf, oder vielleicht fällt euch eine auf. Wir sind irgendwie einen Schritt weitergekommen, ne? Wir haben jetzt irgendwie noch eine Stelle da. Wir haben jetzt eine 4. Stelle. Weiß jemand, was uns diese 4. Stelle hier sagt? Was wir damit anfangen können oder was das für uns bedeutet? Es hat was mit dem Vorzeichen zu tun. Soweit erstmal richtig. Genau, und ich sehe im Chat, sehe ich auch die richtigen Hinweise, dass das hier einfach nur der Überlauf ist und den ignorieren wir, beziehungsweise es ist gut, dass wir einen Überlauf haben, weil deswegen dürfen wir ihn ignorieren. Das gibt uns den Hinweis, ob die Zahl, die wir gerade haben, quasi eine positive oder negative Zahl ist. Dadurch, dass wir den Überlauf haben, haben wir den Hinweis, dass wir eine positive Zahl haben. Und das Ergebnis unserer Rechnung ist dann die 044. So, und wenn ich jetzt rechne im Kopf, 58 minus 14, kommt auch irgendwie 44 raus. Also scheint irgendwie auch dann zu stimmen. Das Ganze kann jetzt natürlich auch andersrum sein. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Zahl und ich ziehe davon, also eine kleinere Zahl und ich ziehe eine größere davon ab. Würde ich ja davon ausgehen, da muss irgendein negatives Ergebnis am Ende rauskommen. So, die gleichen Schritte nochmal wie eben. Wir invertieren, das heißt, wir haben eine 41 plus die 1 auf die letzte Stelle. Dann haben wir eine 42. Achso, jetzt habe ich die 3 Stelle. Dreistelligkeit vergessen, das ist natürlich blöd. Also 58 war 058 ist 941, 942. So, und dann rechnen wir 014 plus 942 und kommen auf 956. Hier haben wir jetzt keinen Überlauf. Das heißt, wir haben jetzt das Gegenteil von dem eben. Eben hatten wir den Überlauf, deswegen konnten wir das cutten, den quasi weglegen und den Rest der Zahl behalten. Und jetzt haben wir keinen Überlauf. Das ist für uns an der Stelle hin, dass der Hinweis, dass das Ergebnis unserer Rechnung negativ ist, also eine negative Zahl ist. Das heißt, wenn wir wissen wollen, welche, also wenn ich das jetzt nicht in Komplementrechnung hier stehen haben will, sondern wenn ich wieder wissen will, was ist das im Dezimalsystem als Zahl mit richtig mit Vorzeichen angegeben in irgendeiner Form, dann muss ich das noch mal einmal umwandeln. Und gehen wir dann auf die 04.
Kopfrechnen ist schwierig. 3. Und wie gesagt, das ist negativ, weil wir keinen Überlauf hatten. Habe ich mich irgendwo. Ah ja, genau, das plus 1 vergessen. Vielen Dank. Also minus 044. Das passt dann, glaube ich, auch, ne? Wenn wir von minus 44 plus 58 rechnen, dann haben wir noch 14 über. 14, die wir über 0 sind, ist auch das, von dem wir wohl abgezogen haben. So, also wir haben es jetzt hier eben mit im Dezimalsystem gemacht. Aber wie gesagt, im Grunde ist es die Frage B-Komplement und B-1-Komplement, was wir dann zwischendurch brauchen. Wir haben, wenn wir den Überlauf haben, dann wissen wir, dass wir ein positives Ergebnis bekommen haben und den Überlauf ignorieren und der Rest unser Ergebnis ist. Wenn wir keinen Überlauf bekommen haben, wie unten, dann müssen wir die Zahlen noch einmal umwandeln, wenn wir wissen wollen, in ganz normaler Form mit Betrag und also im Sinne von Betrag und Vorzeichen, was da für eine Zahl hintersteckt. So, das Ganze können wir dann jetzt nicht nur natürlich mit dem Dezimalsystem machen, sondern auch mit dem Dualsystem. Ich warte ja noch mal ganz kurz, weil hier noch mitgeschrieben wird. Das Gleiche gilt auch für euch zu Hause, ne? Wenn ich irgendwo mal zu schnell weitergehe, eine Folie weiterschalte und ihr sagt, oh, das will ich aber gerade noch mir erstmal einen Screenshot machen, weil, weiß nicht, ne, dann schreibt das ruhig in dem Moment, wenn ich mal zu schnell bin. Gut, dann. Machen wir das Ganze mit Dualzahlen. Und zwar rechnen wir erstmal die 11010 minus 1110. Im Endeffekt ist es wieder 58 minus 14. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar mehr Stellen. Wenn ich jetzt sage 3 Stellen, dann passt das nicht. Also würde ich mal sagen, wir nehmen hier mal. Wir mal 6 Stellen. So, da ich jetzt ja irgendwie eine Aufgabe mir aussuche, kann ich die Stellenanzahl vorgeben. Meistens ist es ja irgendwie durch die Umstände, also entweder von dem Format, in dem man arbeitet, beschränkt und vorgegeben oder von irgendjemandem, der sich ausgedacht hat, wie viel Platz an der Stelle im Speicher ist. Deswegen, das ist jetzt eine willkürliche Festlegung, die 6 Stellen, damit wir ein bisschen was sehen können dabei. Ich mache das mal ein bisschen schneller, weil das solltet ihr von letzter Woche noch kennen. Im Endeffekt also würde ich das Gleiche machen. Ich habe die 11010. Ich erweitere das auf meine 6 Stellen. Pack also 2 Nullen davor. Ich invertiere das Ganze. 11001 und ich füge eine 1 auf die letzte Stelle hinzu. Das ist 110010. Okay. Das kann ich addieren zu der anderen Zahl. So. Und müsst ihr dann jetzt eben gucken, was kommt da raus? Der Übertrag ist noch relativ leicht mit rüberzunehmen. Dann haben wir hier eine 1, dann haben wir hier eine 0, Übertrag 1 und 1 mit Übertrag 1. So, ich rück das gleich auch noch mal ein bisschen zurecht. Das einfach nur, wie gesagt, zusammen addiert das Ganze. Das hatten wir letzte Woche auch gemacht. Und an der Stelle haben wir wieder einen Übertrag erzeugt. Das heißt, was haben wir eben gelernt? Also nicht einen Übertrag, einen Überlauf.
Was bedeutet das für meine Zahl? Wiederholung von eben. Die Zahl ist positiv. Genau, das heißt, mein Ergebnis ist dementsprechend sind diese 6 Stellen, die ich hier habe. Wenn ich das jetzt andersrum machen würde, eine größere Zahl von einer kleineren abziehen, würde ich das gleiche wie im Dezimalsystem wieder haben. Ich habe keinen Überlauf, muss das Ganze da nochmal umwandeln. Ja, und sollte dann eine entsprechend korrekte Zahl dafür kriegen. So. Und einmal zur Übung machen wir das Ganze vielleicht auch nochmal mit Hexadezimal, weil das sollt ihr hier auch noch tun. Auch da hatte ich tatsächlich letzte Woche, wo ich dann am Abbauen war, nochmal eine Nachfrage gehabt. Also Hexadezimal, Komplementrechnung ist eigentlich relativ ungewöhnlich, hätte ich gesagt. Das ist jetzt so ein bisschen, dass ihr das halt zum Üben einfach mal in verschiedenen Zahlensystemen machen können sollt. Und ich meine, wir wissen ja auch alle nicht, wohin geht es vielleicht mal mit Quantencomputern oder anderen Richtungen. Vielleicht arbeiten unsere Computer in 10 Jahren alle auf dem Zahlensystem zur Basis 3 oder 4. Dann ist es gut, wenn wir verstanden haben, was B und B-1 Komplemente sind und uns egal ist, dass wir nicht im Dualsystem rechnen. Ich sehe hier ein bisschen krause Stirn. Es ist im Moment nicht absehbar, aber es könnte halt sein. Und deswegen ist es gut, wenn man erstmal weiß, dass das in verschiedenen Zahlensystemen auch funktioniert. Praxisrelevant, aber tatsächlich hauptsächlich Dualsystem. Ja, und Dezimalsystem, wenn man das da mal schnell kontrollieren will. Genau, was können wir nehmen? Wir können einmal zum Beispiel B1 nehmen, würde ich mal sagen. Und wir wollen davon abziehen. Nehmen wir mal 18. Ziehen wir mal 18 von B1 ab. Bleiben wir einfach auch mal bei 2 Stellen, dass wir es gar nicht so komplex machen. Was ist denn jetzt das Komplement, also das Zweierkomplement von 18? Okay, wie war denn das beim Dezimalsystem? Das Komplement, also der Wert für die Invertierung. Also der erste Schritt war ja immer B-1 Komplement machen, also zu invertieren. Guck gerade mal. Ja, okay, also im Chat hat schon einer richtig. Also was war denn der Schritt beim Invertieren im Dezimalsystem? Null invertiere ich mit welcher Zahl? Dezimalsystem. Genau, das ist ein guter Punkt. Genau, das ist nämlich die generelle Sache. Gehe bis zur maximalen Ziffer, die ich habe. Das heißt, im Dezimalsystem ist ja meine maximalste Ziffer die 9. Das heißt, ich invertiere 0 und 9 miteinander. So, und das Gleiche kann ich hier halt auch machen im Hexadezimalsystem. Da würde ich halt 0 und f miteinander invertieren. Und wenn ich den Rest nicht aus dem Kopf weiß, was vollkommen in Ordnung ist, weil das weiß ich auch nicht, und ich habe eben einfach eure Denkpause genutzt, um mir das kurz hinzuschreiben, ist 1 mit e, 2 mit d, 3 mit C, 4 mit B, 5 mit A müsste das dann sein, 6 mit 9 und 7 mit 8. So, einmal kurz runtergeschrieben, dauert irgendwie, keine Ahnung, 10 Sekunden. Wichtig ist eben der erste Schritt, also dass ich immer 0 invertiere mit der höchsten Ziffer aus dem Zahlensystem, in dem ich unterwegs bin. Und dann kann ich mir den Rest im Zweifel einmal kurz hinschreiben. Und dann sehen wir auch, dass die 18, die ich hier eben hatte, würde ich dann mit E und 7 nehmen. Und das war dann ja eben auch schon einmal richtig gesagt. Wichtig ist, passt auf, immer dran denken, mit 0 anzufangen zu zählen. Ja. Sowieso, der Informatiker fängt immer gerne an, mit 0 anzuzählen.
wenige Fälle, wo das anders ist. So, und dann kann ich das Ganze aufnehmen. Ich kann sagen, ich nehme jetzt hier stattdessen mein B1 plus E7 und habe jetzt Spaß, einmal zu rechnen. Ah ja, danke, das plus 1 vergessen. Wenn man nicht aufpasst. Dafür habe ich euch. So, ich habe auch die Frage im Chat gesehen, oder komme ich gleich zu? So, das heißt, wenn wir das Ganze zusammenrechnen, dann müssen wir einmal gucken, B plus F, das B plus E, das heißt, wir ziehen ein vom B, dann sind wir beim F. Und noch ein, dann sind wir mit unserem Übertrag. Das heißt, wir gehen runter von B auf A auf 9. 9 ist Rest und 1 wäre unser Übertrag. Das heißt, wir hätten auch hier wieder den Überlauf. Ist ja auch irgendwo sinnvoll, weil wir haben ja eine kleinere Zahl, also zumindest ist es relativ offensichtlich, 18 kleiner als B1. Eine kleinere Zahl abgezogen, kommen auf 99, wie gesagt, im Hexadezimalsystem. Ne? Da steckt ja eine ganz andere Zahl dahinter, als jetzt irgendwie, wenn wir das in Dezimal uns vorstellen. Das am einfachsten muss man sonst das einfach nochmal sich mit einer Dezimalzahl daneben dann rechnen und überprüfen. So, jetzt gab es hier eben noch, oder ne, bevor ich zurückspringe, das soweit erstmal verstanden. Gleiche Prinzip wieder. Invertieren, plus 1 auf letzte Stelle. Dann haben wir das Komplement, das B-Komplement, also 16er-Komplement fürs Hexadezimalsystem. Das addieren wir, statt eben zu subtrahieren. Und dann gucken wir, ob wir einen Übertrag kriegen oder ob wir keinen kriegen. Und behandeln das wie im Dezimalsystem oder im Dualsystem. So, dann gab es eben nochmal die Rückfrage zu dem Binärbeispiel. Ist es nicht so, dass Zahlen mit einer führenden 1 negativ sind? Ja, du erinnerst dich im Endeffekt, das ist ja soweit auch erstmal richtig, an das, was wir in letzter Woche hatten. Ich habe das hier ein bisschen vereinfacht vom Zahlenbeispiel. Beziehungsweise muss man natürlich auch gucken, in was für ein Format sage ich, ist jetzt meine Zahl vorliegend. Wenn ich jetzt ganz sauber hätte sein wollen, hätte ich jetzt vielleicht sagen können, okay, ich habe hier irgendwie, ich gehe mit 7 Stellen dran und muss überall dann eben eine 0 dann auch noch vorsetzen. Das ist, wenn ich dann in dem gleichen Format auch die Zahlen haben will. Weiß es nicht, könnt ihr kurz natürlich einmal checken, wie das eigentlich bei euch in der Hausaufgabe aussieht. Das ist ein guter Punkt. Was habt ihr da? Das fängt ja gut an. Na gut, ihr sollt eine Hausaufgabe mit 12 Dualstellen arbeiten, wahrscheinlich. Da müsste man dann gucken, wie groß die Zahl ist. Ja, wenn ihr euch die Zahl anguckt, die ihr für zu Hause umwandeln sollt, wenn ich das richtig sehe, kommen dann tatsächlich dann nur 11 Stellen raus. Und dann würdet ihr quasi die führende 0 noch davor setzen, um auf diese 12 Zahlenbreite zu kommen. Also, dass ich jetzt hier eine 1 vorhatte, das ist richtig, ist vielleicht eine kleine Ungenauigkeit und deswegen gute Nachfrage, weil das natürlich dann mit
mit einer negativen Zahl an sich schon verwechselt werden könnte. Insofern danke für den Hinweis. Das heißt, eigentlich würden wir alles mit 7 Stellen rechnen, wenn wir sauber sein wollen. Das würde aber nicht viel Unterschied machen. Zumindest sollte es das nicht. Ach Gott, und jetzt weiß ich, warum ich nicht an meinen Beispielen rumfuhrwerken sollte, während ich arbeite. Okay. Also, wie gesagt, es geht eben darum, dass ihr das addieren sollt an der Stelle. Sehr gut. Dann haben wir in Aufgabe 2 gibt es geht es ums IEEE 754-Format. Merkt euch IEEE 754, weil das wird immer wieder auftauchen und manchmal gibt es dann auch irgendwelche Nachfragen und manchmal gibt es Beispiele, die darauf aufbauen. Im Endeffekt ist das einfach eine standardisierte Darstellung, wie man, ja, wie man Gleitkommazahlen darstellen kann und da ist halt sehr genau vorgeschrieben, welche Bandbreiten wir da jeweils haben. Also wie viele Bitbreiten. Also, und da würden wir für die Hausaufgabe sollen wir uns anschauen, wir haben eine Gleitkommazahl. Wird so schön gesagt, sie hat einfache Genauigkeit. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir 32 Bit vorliegen haben. Das ist immer schon der ganze Hinweis. Das heißt, eine Gleitkommazahl wird als 32-Bit-Kette dargestellt. Wenn wir doppelte Genauigkeit hätten, wären wir bei 64 Bit. Und dann halt eben das Ganze in IEEE 754. Zur Vereinfachung für euch gibt es einen Hinweis in den Hausaufgaben. Da steht, dass die ersten 8 Bit der Mantisse reichen. Kommen wir gleich zu. So, gucken wir uns doch einmal an. IEEE 754, was. Oder hat sich jemand von euch das zufällig angeguckt, was in diesem Format vorkommt? Also 32 Bit insgesamt, das wissen wir schon. Wir wissen, es gibt irgendwie eine Mantisse, weil darüber haben wir gerade schon gesprochen. Aber was gibt es noch? Es gibt noch zwei Bestandteile, die im IEEE 754-Format angegeben werden. Genau, ein Vorzeichenbit lese ich hier schon, das ist richtig. Wir haben ein Bit für das Vorzeichen. Und es gibt einen 8-Bit-Exponenten. Genau. Das heißt, dass wir 23-Bit überhaben, reinste Mathematik für die Mantisse. Für die Mantisse gibt es dann die Vorgabe, dass diese in normalisierter Darstellung erfolgt. Dazu kommen wir gleich, was das heißt. Und der Exponent ist auch nochmal in einer bestimmten Schreibweise. Erinnert ihr euch vielleicht von letzter Woche noch dran? Haben wir da nämlich auch schon kennengelernt. In welcher Darstellung ist der Exponent? Genau, in Exzess 127. Gut. Wenn wir das wissen, dann können wir uns quasi auch oder, ja, gedanklich vorstellen, wie sieht denn eigentlich dann unsere Bitkette aus? Es wird ein Vorzeichen geben, das ist ein Bit. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bit für den Exponenten. Das sind dann die nächsten 8, also dann haben wir schon 9 Bit verbraucht und dann sind eben noch 23 Bit für die Mantisse. Solange, bis wir die alle untergebracht haben. So. In den meisten Fällen, je weiter rechts wir hier sind bei den Bits der Mantisse, desto unwichtiger ist vielleicht das für uns, was da drin steht. Je nachdem, wie genau wir rechnen wollen bei den Gleitkommazahlen.
Und deswegen ist in der Hausaufgabe gesagt, okay, es reicht, wenn ihr die ersten 8 Bit der Mantisse angibt, weil das eben die ersten und wichtigsten sind. Aber auch das gucken wir uns gleich an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir nehmen eine Zahl und haben wir eine ganz einfache Zahl. Wir haben 10 im Dezimalsystem. Die sollen wir jetzt in dieses Format bringen. Was muss ich damit machen? Ich habe meine Dezimalzahl 10. Was muss ich machen, wenn sie in dieses Format soll? Das erste ist vielleicht relativ offensichtlich, hoffe ich jedenfalls. Okay, also ja, wir können auch über das Vorzeichen schon was sagen. Ja, das stimmt. Genau, das ist, auch das hatten wir letzte Woche schon angeschnitten. Wir haben ein positives Vorzeichen vorliegen, das heißt, unser Vorzeichen-Bit hat den Wert 0. Okay, das ist so ein bisschen gemein vielleicht. Vielleicht sieht man es nicht auf den ersten Blick, weil ich jetzt 10 genommen habe. Aber was ist, wenn ich die Zahl genommen hätte? 15. Was muss ich machen, wenn ich die in der IEEE 754-Darstellung machen möchte? In welchem Zahlensystem ist die IEEE 754-Darstellung? Wir kennen so ein paar. Wir kennen Dezimalsystem, wir kennen Dualsystem, wir kennen Hexadezimalsystem. In welchem Zahlensystem ist die IEEE 754? Ich habe hier oben von 8-Bit und so gesprochen oder von 32-Bit. Also, genau, es ist dual. Klingt vielleicht so ein bisschen banal oder einfach. So, ich gehe mal wieder zu meiner 10 zurück. Aber das heißt, was ich natürlich tun muss, ich muss meine Dezimalzahl in eine Dualzahl wandeln, weil sonst komme ich hier gar nicht weiter. Also, ich wandle das Ganze in eine Dualzahl um. Und einen Schritt mache ich danach dann gleich mit. Das Ganze soll nämlich in normalisierter Darstellung sein. So. Das heißt erstmal, meine 10 im Dezimalsystem Entschuldigung, müsste ja der Wert 1010 im Dualsystem sein. Das ist jetzt aber noch keine normalisierte Darstellung. Weiß einer von euch, was eine normalisierte Darstellung ist? Normalisierte Darstellung einer Dualzahl, die hat eine ganz besondere Eigenschaft oder sieht immer auf eine bestimmte Art und Weise aus. Okay, ich helfe euch mal. Normalisiert heißt, dass wir nur einen von null verschiedenen Wert vor dem Komma haben und nur genau diesen einen. So, wenn ich jetzt sage von null verschieden, dann ist das beim Dualsystem einfach, dann ist es die 1. Das heißt, ich habe 1 Komma, ich habe nichts mehr davor. Ich kann auch Dinge dahinter haben, hinter dem Komma, aber ich habe immer genau ein 1 Komma, mit dem ich starte. Könnte das Ganze auch im Dezimalsystem machen. Im Dezimalsystem wäre dann halt eben, ja, dann darf ich quasi bis zu 9 Komma hochgehen. Ja, 1 Komma, 2 Komma, 3 Komma, 4 Komma bis 9 Komma. Aber ich dürfte nicht 10 Komma haben, weil dann hätte ich ja mehr als eine Ziffer vor dem Komma. Ist aber, ja, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo man das Dezimalsystem nutzt. Im Chat kam gerade auch nochmal die Nachfrage, warum ist IEEE 754 im Dualsystem und im Endeffekt auch schon die gute Antwort dazu.
dass es eben darum geht, dass wir Gleitkommazahlen darstellen. Das Ganze halt, ja, das ist im Dualsystem, das ist dafür definiert, weil es eben darum geht, wie auf Computerebene, auf Maschinenebene relativ weit unten diese Gleitkommazahlen dann auch verarbeitet und genutzt werden. Und unsere Computer arbeiten halt mit 0 und 1. Und klassischerweise ist es ja auch so, wenn wir vom Bit reden, dass ein Bit dann auch immer nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann. Also Bit ist irgendwie sehr binär an der Stelle. So, unsere Zahl 1010 ist aber dann dementsprechend nicht normalisiert, weil wir haben irgendwie 4 Ziffern vor dem Komma. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein 1, haben. Wenn ich jetzt meine Zahl umschreibe zu 1,010, dann muss ich irgendwie ja noch was dafür sorgen, dass der Wert der Zahl an sich nicht verändert. Was kann ich machen, damit die Zahl, also was kann ich jetzt vielleicht auch dahinter ergänzen, damit der Gesamtwert meiner Zahl immer noch gleich ist? Genau, der Exponent muss angepasst werden. Also vorher hatte ich ja im Endeffekt einen impliziten Exponenten. Ich habe ihn hier nicht so wirklich reingeschrieben. Das ist dann ja mal 2 hoch 0 wäre das gewesen. Ja, im Endeffekt also, weil, um dann den Wert mal 1 zu haben. Und jetzt habe ich das Komma aber 1, 2, 3 Stellen nach links verschoben. Und wenn ich nach links verschiebe, dann muss mein Exponent erhöht werden. Und zwar um genauso viel, wie ich halt verschoben habe. Wenn man sich da nicht sicher ist, ob ich jetzt dann den Exponenten erhöhe oder erniedrige, dann probiert das irgendwie mit einem kleinen Beispiel nach dem Motto, okay, ich nehme die Zahl 10, verschiebe das Komma ein nach rechts. Was muss ich tun? Naja, mein Exponent, natürlich muss der größer werden, ist irgendwie logisch, damit ich dann irgendwie doch wieder auf meine 10 zurückkomme. So, das heißt, ich habe meinen Exponenten erhöht und und damit habe ich erstmal eine normalisierte Zahl vorliegen. Und das ist gut. Mein Exponent ist aber jetzt noch in relativ einfacher Schreibweise. Jetzt muss ich den ja noch anpassen. Und da erinnert ihr euch vielleicht noch. So, was haben wir hier? Wir haben 8 Bit für den Exponenten. 3 ist dual die Doppel-1. Das ist mein Exponent. So, und jetzt kommt dazu natürlich noch mein Offset, die 127, weil eben IEEE 754 sagt, Exponent ist in Exzess 127 Darstellung. Das war, wenn ich das auch als 8-Bit-Zahl betrachte, quasi 7 Bits und 7 Bits als 1 und eine 0 davor. So, dann rechne ich das Ganze zusammen und gut, komme dann halt auf irgendeinen Exponentenwert, in dem Fall auf den hier. Okay, ich habe meine Dualzahl genommen, ich habe es umgewandelt in meine Dezimalzahl genommen, umgewandelt in eine Dualzahl in normalisierter Darstellung. Dadurch meinen Exponenten anpassen müssen. Den Exponenten habe ich jetzt in die Exzess 127 Darstellung gepackt. Und ich habe mir vorhin schon das Vorzeichen angeguckt. Das habe ich so ein bisschen vorher gemacht. Schreiben wir mal schön wieder so ein paar Schritte hin. Also zweitens ist der Exponenten umwandeln. Drittens das Vorzeichen angucken. So, und jetzt fehlt noch ein Schritt. Fehlt dann nicht noch irgendwo was? Ja, du hast recht, ich habe eine 0 zu wenig geschrieben. Na, was ist ja hier 1 plus 1? Vielleicht habe ich auch irgendwo dazwischen was verpasst. Mal gucken. Zack, zack, zack. Da müsste eine 1 rein. Da sollte nicht alles im Kopf. 1. So, den schieben wir weiter. Das müsste jetzt hinhauen.
Hoffe ich mal. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich leider auch nicht so viel Vorbereitungszeit hatte, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Deswegen finde ich es aber gut, dass ihr darauf achtet. Was würde ich ohne euch tun? Wäre auch ein bisschen einsam. Vorzeichen. Also, wir haben eigentlich alles, wir haben alle Bestandteile. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenbauen. Und dafür stellen wir uns vielleicht eine Frage. Also, hier oben, das ist einfach. Das V, das hatte ich schon gesagt, das Vorzeichen. Dann habe ich hier den Exponenten, das haben wir auch irgendwie gemacht. Aber was zur Hölle ist jetzt die Mantisse eigentlich? Kann mir irgendeiner sagen, was ich bei der Mantisse jetzt eigentlich hier eintrage für die Exe, für IEEE 754? Ersten 8 Bit würden reichen. Was würde ich eintragen? Irgendeine Idee, was Mantisse eigentlich ist. Oder wo ich die finde. Okay, ich sehe einen Vorschlag im Chat. Der sieht doch erstmal ganz gut aus. Gut. Also im Endeffekt habe ich ja meine Zahl hier umgeschrieben in eine normalisierte Zahl. Und habe hier dann ein relativ, ja, habe 4 Ziffern, die ich weiß über das Thema der Mantisse. Das ist nämlich das, was wir dem vor dem mal 2 hoch Exponent haben. Jetzt ist es aber so, dass ja die Definition von IEEE 754 sagt, dass die Mantisse immer in normalisierter Darstellung ist. Was weiß ich jetzt über eine Dualzahl in normalisierter Darstellung? Über welche Stelle in einer normalisierten Dualzahl kann ich immer eine Aussage treffen, ohne dass ich die Zahl genau kennen muss? Was weiß ich? Genau, im Chat ist das schon richtig. Sie beginnt mit einer 1, weil das ist ja genau das Ziel der Normalisierung. Ich habe ja ein 1 Komma vorliegen. Und da die Definition hier so ist, dass meine Dualzahl in normalisierte Darstellung gebracht werden muss oder sein muss, ist das immer ein 1, irgendwas. So, und dann stellt man sich die Frage, warum soll ich denn dann die 1 vor dem Komma noch speichern? Ich weiß ja implizit, dass diese Zahl genauso hergestellt ist. Das heißt, ich kann mir eine Stelle sparen und dadurch vielleicht lieber noch in der Genauigkeit ein Bit mehr für die Nachkommastellen nutzen. Und deswegen wird diese 1 vor dem Komma weggelassen bei IEEE 754. Und die Mantisse sind dann tatsächlich alle Nachkommastellen. So, fügen wir es also zusammen. Wir haben das Vorzeichen. Das war 0, weil wir eine positive Zahl haben. Dann haben wir den Exponenten in Exzess 127 Darstellung, das Ergebnis unserer Rechnung. Zumindest wenn wir uns jetzt da nicht vertan haben oder ich mich nicht vertan habe. Und dann fangen wir an, im Endeffekt hinter dem Komma bei unserer normalisierten Zahl, also 0, 1, 0. Mehr Nachkommastellen haben wir nicht. Das heißt, wir würden das einfach mit 0 auffüllen. Und ja, normalerweise sind das dann eben 23, bis auf 23 Bit hochgerechnet. Hier hieß es ja, wir brauchen nur die ersten 8 angeben. Das heißt, wir dürfen das hier abkürzen. Der Rest ist dann implizit. Genau. Wenn ihr jetzt eine, macht das irgendeinen Unterschied, wenn ihr jetzt eine Zahl habt, die, keine Ahnung, eine Kommazahl ist? 2,5. Müssten wir da irgendwas groß viel anders tun? Sollte gucken, dass ihr nicht 2,5 als Hausaufgabe habt. Nee, zum Glück nicht.
Was wäre der Unterschied, den ich, wenn ich 2,5 nehmen würde und nicht 10 im Dezimalsystem als Startzahl, die ich in dieses Format bringen will? Ja, ist fast dasselbe. Es hängt so ein bisschen davon ab. Wir haben ja in den letzten Wochen drei verschiedene Möglichkeiten gelernt, Dezimalzahlen nach Dualzahlen zu wechseln. Mit Potenztabellen, mit dem Horner-Schema und mit dem Divisionsrestverfahren. Also je nachdem, mit welchem Verfahren ihr eure Dezimalzahl in Dualzahl wandeln würdet, müsst ihr halt gucken, ob ihr wieder die Vor- und Nachkommastellen unterschiedlich behandelt. Aber ansonsten, genau, ist es dasselbe. Dann habt ihr nämlich eine Dualzahl. Und ihr müsst nur gucken, in welche Richtung verschiebt ihr das Komma. Kann ja auch sein, dass eure Dualzahl anfängt mit 0,0010 oder sowas. Da müsst ihr das Komma natürlich nicht wie wir jetzt nach links verschieben, sondern nach rechts verschieben. Gab nochmal die Nachfrage, warum benötigt man bei den Umwandlungsschritten Exzess 127? Das ist ja hier an der Stelle, wo wir den Exponenten haben. Unser Exponent ist erstmal in einer ganz normalen Darstellung, wenn wir ihn normalisiert haben. Also wir fangen ja quasi mit unserer Zahl an, normalisieren das Ganze. Das ist keine Exzessdarstellung in irgendeiner Form. Aber eben das Muster von IEEE 754, und deswegen sagte ich, ihr müsst euch genau dann dieses Format dann eben merken, dass es unter dieser Bezeichnung läuft. Das Muster von IEEE 754 sagt, das Ganze hat in Exzess 127 zu sein. Das ist ja der Grund, dass wir das dann entsprechend umwandeln müssen. Dass wir nicht einfach so unseren Exponenten geben können. Es gibt noch ein paar andere Gründe dahinter, aber das ist eigentlich der Kern erstmal, warum ihr das machen müsst. Na, das ist so wie ich halt irgendwie sagen könnte, ne, weil wenn ihr. Das wäre ein gutes Beispiel. Ich überlege gerade, vielleicht wenn man irgendwelche Autokennzeichen oder so sich aussucht, dann gibt es auch bestimmte Vorgaben, zwischen denen ihr wählen dürft. Dann dürft ihr an bestimmten Stellen, also ne, irgendwie Landkreis oder so ist vorgegeben und dann gibt es die Stellen, wo ihr Buchstaben wählen dürft und dann gibt es die Zahlen, wo ihr Zahlen wählen dürft, wenn ihr ein Wunschkennzeichen haben wollt. Da ist dann halt auch das Format ist an sich vorgegeben und woraus ihr wählen könnt. Und hier ist halt eben IEEE 754, dass wir da mit dem Exponenten arbeiten. Letzte Woche hatten wir auch ein bisschen das Thema, dass die Idee ja dann ist, dass wir einfache Größe, also von Exzessdarstellung, dass wir einfachere Größenvergleiche zwischen Zahlen haben. Das hat damit ein bisschen was zu tun. So, dann die Frage, wie sieht denn das aus mit negativen Exponenten oder sowas? Ja, also du machst durch die Verschiebung, die Exzessverschiebung machst du es im Endeffekt, dass du ja eine Gleichheit der Zahlen dann hast, wie viel du darstellst. Wie viel du nimmst, ist. Also wir können auch an negativen Stellen arbeiten, wenn wir uns, hatte das ja eben, dann schauen wir mal. Können wir da nehmen? Wir könnten es ja theoretisch sogar viel einfacher auch rechnen. Wenn man will, könnten wir das Ganze uns hier auch sparen und sagen, ich habe hier meinen. Also macht man nur vielleicht einen Fehler. Den Exponenten kann ich natürlich auch berechnen, indem ich aber sage, 3 plus 127 ist dann mein Exponent 130. Was dann bei einem negativen Exponenten von minus 2 plus 127 hoffentlich auf den Wert 125 käme.
Also das heißt, ja, wie ist das, wenn wir einen negativen Exponenten haben? Am einfachsten ist es dann tatsächlich, finde ich, eigentlich umzudrehen. Also beispielsweise. Ja, also durch die Verschiebung haben wir die Möglichkeiten, in diese Negativen mit reinzukommen. Nur wie weit man verschiebt und wie viel man von positiven und wie viel von negativen Exponenten man ermöglicht, das hängt eben davon ab, was für ein Exzess gewählt ist. Und hier ist er halt relativ gleich mittig gewählt. So. Ja. Ich wollte gerade ein Beispiel mit negativer Zahl machen. Ich hoffe, dass ich mich nicht vertue dabei. Also, wenn wir die 100, ne, das wären die 127. Wenn wir jetzt minus 2 hätten, dann ist jetzt ja das Problem, also wir könnten da mit negativer Zahl, am einfachsten ist es, wir rechnen es mit dem Komplement. Die minus 2, dann würden wir sagen, wir wollen die Zahl umwandeln, also als negatives. Ach Quatsch, nicht ein 1 zu 1, das ist ja 1 0. Das wäre das einer Komplement, dann die 1 auf der letzten Stelle. Wäre dann mein Zweier Komplement. Würde das Ganze addieren. Also, das hätte ich genau. Na, also ich addiere jetzt quasi das Komplement dazu. Mal gucken, dass wir uns ja nicht, dass ich, oder dass ich mich jetzt nicht vertue. Fangen wir mal von hinten an. Wir haben hinten eine 1 mit dem Übertrag. Dann haben wir eine 1 mit dem Übertrag, eine 1 mit dem Übertrag, eine 1 mit dem Übertrag. Kommt zu weit. 1 mit dem Übertrag, 1 mit dem Übertrag, 1 mit dem Übertrag, 0 mit einem Übertrag. Formatiere das gerade noch mal ein bisschen, dass man das leichter lesen kann. Und schiebt das mal ein bisschen zurück. Müsste dann der Wert sein. Hier haben wir wieder den Übertrag, wissen also, dass wir eine positive Zahl, den Übertrag. Naja, ihr wisst schon, ne? Ein zu weit. Und damit wissen wir, dass wir den Rest als positive Zahl nehmen können. Und das ist quasi dann das Ergebnis. Und vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Kann das hinhauen? Also eigentlich müsste da jetzt 125 rauskommen, aber irgendwie ich glaube ich einen daneben. Ah, ja, klar. Ja, was haben wir gemacht an der Stelle? Wir haben. Deswegen ist das so ein bisschen tricky, weil wir da ein paar Mal mehr jetzt tatsächlich Dinge addiert haben, also mit dieser Exponentgeschichte, sodass wir dann zu weit gekommen sind, meine ich. Wo ist kein Übertrag dabei? Eins. Ah ja, stimmt, da ist kein Übertrag, da gehört keiner hin. Das heißt, das ist eine 0.
Ja, das sieht besser aus. So, ne, wenn man einfach mal sowas rausschüttelt. So, und jetzt gucken wir mal, wenn das hier, das wäre die 128, wenn nur das Bit gesetzt wäre. Und bis dahin fehlen mir 1 zu 1, 0, 2 zu 1, 1, 3 fehlen mir bis zur 128. Das heißt, ich bin jetzt bei dem Wert 125. Ach, Glück gehabt. Danke sehr. Sehr schön. Genau, also so wäre es dann eigentlich am einfachsten. Natürlich kann man das auch irgendwie mit Subtraktion rechnen, aber hier können wir quasi das Wissen dann ausnutzen, wie wir dann, ja, dass wir dann mit der 127 anfangen und den Exponenten den Negativen abziehen, beziehungsweise mit dem Komplement das Ganze addieren. Falls das für die Hausaufgabe relevant ist, wäre das eine Option, daran zu gehen. Frage damit hoffentlich geklärt? Super. Gut. Dann haben wir, glaube ich, auch alles, was ihr für 4.2 braucht. Ja, das sollte dann eigentlich gehen. Dann kommen wir zu 4.3. Oder, achso, du bist noch am Schreiben. Alles gut. Wichtig ist, dass ihr mit dem Wissen rausgeht. Wenn das da mal eben eine Minute länger dauert fürs Abschreiben, dann ist das so. Gut, dann Aufgabe 4.3. Da sollt ihr im Endeffekt zweimal mit Gleitkommazahlen rechnen, eine Addition machen und an verschiedenen Stellen runden. Einmal sollt ihr am Ende runden und einmal sollt ihr quasi immer runden. Dafür müssen wir natürlich auch gucken, wie das überhaupt mit der Addition funktioniert. Und ich würde sagen, wir nehmen einmal die Zahlen 3,737 mal 10 hoch 2. Ihr habt, glaube ich, auch Dezimalzahlen in der Hausaufgabe. Genau, Dezimalsystem. Und wir addieren da drauf die 9,9631 mal 10 hoch 4. Einmal mit am Ende runden. Und einmal auch alle Zwischenergebnisse runden. So, dann sollten wir auch noch gucken. An der Stelle würde ich sagen, wir runden auf 4 Nachkommastellen. Zumindest für die Übung jetzt. Eine Hausaufgabe habt ihr 2 Stellen für den Exponenten und 4 Nachkommastellen für die Matrize. Müsst ihr also auch gucken, wo jeweils dann gerundet werden muss. Vernünftige kaufmännische Rundung dann. Also nicht einfach nur abschneiden, sondern gucken, wo ihr hoch und runter runden müsst. Ja, wenn ich jetzt 2 Gleitkommazahlen addieren will, dann kann ich das mit den beiden hier noch nicht ganz so einfach direkt machen. Sieht einer von euch, was der Unterschied zwischen den beiden Gleitkommazahlen ist und was ich dann vielleicht noch anpassen muss? Der Exponent ist unterschiedlich, richtig. Das heißt, ich muss erst mal gucken, bevor ich 2 Gleitkommazahlen addieren darf, zumindest mit dem klassischen Addieren, dass ich die Exponenten anpasse. Am einfachsten ist es meistens, die Zahl mit dem kleineren Exponenten anzupassen auf den größeren Exponenten. Das heißt, ich käme auf das Komma 2 Stellen weiter nach links verschieben, damit mein Exponent größer wird, käme auf 0,03737.
So, wir machen hier erstmal den Teil A. Dann ist das Ganze natürlich mal 10 hoch 4. Okay, wenn ich das Ganze angepasst habe, dann darf ich Dinge addieren. Ja, vorher noch, genau, also hier kam auch noch, es gab unterschiedliche Anzahlen in den Nachkommastellen vorher. Das ist tatsächlich für Gleitkomma-Addition nicht so relevant, sondern wichtig ist tatsächlich der Punkt, dass wir erstmal den Exponenten angleichen. So, wenn ich das gemacht habe, darf ich Dinge addieren. Und was würde ich addieren? Den Begriff hatten wir eben auch schon in IEEE 754. Die Mantissen, genau. Das heißt, ich habe 0,03737. Addiere darauf die 9,9631 und müsste dann auf 10,00047 kommen, falls ich mich nicht verrechnet habe. So, was wäre wahrscheinlich der Schritt, den ich danach tun muss? Dann noch normalisieren. Okay, ihr seid viel schneller, als ich Fragen stellen kann. Aber durchgucken, dass hier auch alle mitkommen vor Ort. Und auch alle zu Hause. Genau, also ich habe jetzt als Ergebnis eine Zahl bekommen, die nicht mehr normalisiert ist. Meine Gleitkommazahl soll hier aber normalisiert sein. Und entsprechend gibt es hier auch schon, also tatsächlich steht bei euch in der Hausaufgabe, geben Sie sowohl die Zwischenrechnung als auch das normalisierte und gerundete Ergebnis an. Also da gibt es auch nochmal den kleinen Tipp wieder in der Aufgabe, dass ihr das nicht vergessen solltet. Das heißt, als drittes normalisieren wir. Schieben also das Komma eine Stelle nach links. Wir müssen also unseren Exponenten wieder erhöhen. Eben hatten wir den Exponenten 10 hoch 4, das heißt, jetzt haben wir mal 10 hoch 5. Jetzt sind wir mit der ganzen Berechnung fertig. Und jetzt ganz am Ende dürfen wir einmal runden auf 4 Nachkommastellen. So, dann habe ich hier 4 Nullen. Die fünfte Stelle ist eine 4. 4 wird abgerundet. Ist ja nicht 5, ist knapp darunter. Und mein Endergebnis ist 1,0000 mal 10 hoch 5 in dem Fall. Ja, also das Vorgehen, wenn es hier eben heißt in der Aufgabe, wir sollen das Ganze einmal machen mit am Ende runden. Wenn wir jetzt die Zwischenergebnisse runden sollen, dann machen wir fast das Gleiche, außer dass wir bei jedem dieser Schritte nochmal gucken, ob unser Ergebnis eigentlich auf 4 Nachkommastellen passt, beziehungsweise in Hausaufgabe auf 2 Stellen für Exponenten und 4 Nachkommastellen für die Mantisse. Und insofern würden wir hier direkt schauen im ersten Schritt. Müssen wir einmal daneben machen. Auch hier würden wir erstmal die Mantissen, die Exponenten natürlich anpassen. Und dann stellen wir fest, wir haben zu viele Nachkommastellen. Wir haben 5 Nachkommastellen. Das heißt, wir müssen hier runden. Also nicht nur gucken, ob wir runden müssen, sondern wir müssen es auch tun. Vier wäre das. Ja, die fünfte Stelle ist die 7, wird also aufgerundet. Dann geht es wieder wie eben weiter, wir addieren die Mantissen. Null Komma null drei sieben vier plus 9,9631 war das.
kriegen dann ein Ergebnis raus. Das müsste 10,3 Nullen und dann eine 5 sein. Na, wir haben eine 5, wir haben einen Übertrag, der führt hier zum Übertrag, führt hier zum Übertrag, führt hier zum Übertrag. Genau. In dem Fall haben wir jetzt 4 Nachkommastellen, das heißt, wir müssen nicht weiter runden. Weil wir 4 Nachkommastellen haben, ne? Nicht, weil es nicht an sich nicht nötig wäre. Gleicher Schritt wie eben, normalisieren. Und damit haben wir wieder 4 Nachkommastellen, 5 Nachkommastellen. Müssen das zum Ende final noch einmal runden. Und runden damit auf 1,0001 mal 10 hoch 5. Okay. Ja, also zwei Gleitkommazahlen genommen, miteinander addiert. Typisches Verfahren, zwei Gleitkommazahlen zu addieren. Aber was sehen wir am Ende? Wir sehen, dass wir einmal ein Ergebnis haben mit einer 0 am Ende und einmal ein Ergebnis mit einer 1 am Ende. Was so ein bisschen daran lag, dass wir jetzt zwischendurch einmal gerundet haben. Das muss nicht vorkommen, das hängt so ein bisschen von den Zahlen ab. Die Gleitkommazahlen sind jetzt natürlich geschickt gewählt gewesen mit ihren Mantissen, dass wir auf das Ergebnis kommen. Zeigt aber, dass wir halt durch dauerhaftes Runden einen anderen Wert kriegen. In der Hausaufgabe sollt ihr dann noch so ein bisschen überlegen und Gedanken machen, was denn vielleicht denn das der sinnvollere Wert ist von den beiden oder was so sinnvoller ist zu nutzen. Also warum würde man vielleicht das eine Verfahren bevorzugen oder das andere Verfahren? Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht irgendwelche Ideen habt, irgendwas, was euch so direkt in den Kopf schießt, was, warum kann das eine vorteilhafter sein als das andere oder irgendwas, was man vielleicht beachten will. Vielleicht gar auch irgendwie schon eine Idee, wie man so viel Ungenauigkeit, also wie man so diese Ungenauigkeit durch das Runden vermeiden kann, ohne dass man alle Ergebnisse mitschleppt. Genau, also wenn man, das stimmt, wenn man sehr früh rundet, kann es natürlich passieren, dass man, wenn man dann halt den Wert dadurch ungünstig gerundet hat, dass man dann einen Folgefehler im Endeffekt die ganze Zeit mitschleppt. Das stimmt. Das heißt, theoretisch könnte man sagen, man versucht natürlich vielleicht später zu runden. Das wäre eine Option, wie man da rangehen könnte. Wenn man sagt, okay, ich versuche möglichst spät zu runden, um möglichst diesen Fehler auszubügeln. Gibt aber tatsächlich auch noch andere Ideen. Genau, der Vorteil von Verfahren B ist natürlich, also es kann ja sein, dass man so viele Nachkommastellen hat, dass man gar nicht so viele Stellen in der Mantisse hat oder sehr viele Stellen dann auch dann und sehr viel Speicher auch verschenkt. Genau, überlegt euch, also das sind beides gute Punkte, überlegt euch auf jeden Fall nochmal, ob euch irgendwas einfällt, wie man vielleicht nicht so rundet, wie wir es gemacht haben auf der Seite B mit so knallhart an der Stelle, aber auch irgendwie nicht alle Nachkommastellen mitschleppt, wie wir es bei Variante A gemacht hätten. Vielleicht fällt euch zu Hause noch was dazu ein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas dazwischen. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Aufgabe 4. Also, Aufgabe 4. Gegeben ist ein Format. Mal wieder geht es irgendwie natürlich irgendwie um Gleitkommazahlen. Und
Man kann den Aufbau von einer Gleitkommazahl natürlich festlegen. Wir machen jetzt lieber nicht das, was in der Hausaufgabe steht, sonst kriege ich Ärger mit Herrn Meder. Aber wir könnten uns zum Beispiel angucken, was bedeutet das eigentlich, wenn wir ein Format haben, was aus einem Bit vom Vorzeichen besteht, was aus 2 Bit für den Exponenten besteht und was aus 4 Bit von der Mantisse besteht. Und ja, in der Hausaufgabe ist der Exponent dann auch noch in Access-3-Kodierung. Den Platz habe ich hier jetzt gerade nicht. Ich nehme einfach mal den Exponent und ich definiere mir eine Access-1-Kodierung. Die ergibt überhaupt keinen Sinn oder nicht viel Sinn, aber das ist an der Stelle so ein einfaches Beispiel. Ach so, nee, warte, 4 Bit für die Mantisse habt ihr zu Hause, dann kriegen wir, machen wir 2 hier. Das ist ja erstmal nur ein Format. Heißt aber, wir haben wieder durch den String haben wir, also wir haben quasi einen Bitstring beschrieben durch dieses Format. Und ich kann, also ich habe dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Bits in dem Fall, in meinem Fall. Oder in der Hausaufgabe habt ihr ein paar mehr Bits. Das sind die, die ich zur Verfügung habe, um Zahlen da drin unterzubringen. Und jetzt sollt ihr, basierend auf dem Wissen, dass es eben Exponent und Mantisse und Vorzeichen gibt, und wenn wir noch diese Access-Kodierung haben, sollt ihr überlegen, was denn eigentlich die Wertebereiche sind, die wir für Exponenten und Mantisse haben können. Kurz den Übungszettel. Genau, gucken wir uns erstmal an, Vorzeichen, das Vorzeichenbit. Was für Werte kann das annehmen? Was für Ziffern können im Vorzeichenbit drin stehen? Ganz allgemein. 0 und 1. Genau. Das heißt, ganz egal, was wir machen, wahrscheinlich wird das irgendwie nur 0 oder 1 haben. Und der Rest hängt dann so ein bisschen davon ab, was wir für Zahlen eigentlich darstellen wollen. Es gibt normalisierte Zahlen. Das hatten wir ja eben schon. Wenn ich mir normalisierte Zahlen angucke, welche Werte kann meine Mantisse annehmen bei einer normalisierten Zahl? Welchen Wert kann meine Mantisse haben? Bitte jetzt die komplette, nicht nur die abgekürzte. Welche Dualzahlen kann ich mit meiner Mantisse darstellen? Nur die Mantisse jetzt betrachtet. Und es ist eine normalisierte. Ja, also es ist soweit richtig, dass ich hier Werte habe in der Mantisse. Ich schiebe das mal ein bisschen. Also meine Mantisse kann theoretisch erstmal Werte von 000, von 00 bis 11 haben. So. Und wir hatten es eben, normalisierte Darstellung heißt, ich habe immer eine 1 vorm Komma. Das heißt, die Werte, die ich darstellen kann, wenn es eine normalisierte Zahl ist, ich kann von 1,00 bis 1,11 Zahlen darstellen. Ja, das kann ich allein aufgrund dieser Formatvorgabe mir halt hier zusammensammeln. Normalisierte Zahlen komme ich von 1 mit 2 Bit für die Mantisse, die Nachkommastellen ist 00 bis 11. Was? Hm.
Mal gucken, ob ihr darauf kommt. Welche Bits kann ich denn jetzt für meinen Exponenten angeben? Okay. Der Vorschlag hier ist von 0,1 bis 1,0. Warum von 0,1 bis 1,0? Ich habe ja zwei ganze Bits zur Verfügung. Das heißt, irgendwo nutze ich dann ja wohl nicht, also da nutze ich ja gerade noch nicht alles. Was ist denn mit den anderen? Okay, da hat jemand schon sehr gut aufgepasst in der Vorlesung oder sehr gut sich vorbereitet. Genau, es gibt noch andere Zahlen oder andere Darstellungen. Das eine ist das Thema, was mache ich mit meiner 1,1? Und die ist für was anderes definiert. Dazu komme ich gleich. Das waren diese Fragezeichen-Dinge. Aber ich will auch, genau, ich will auch irgendwie eine Null darstellen können. Und um auf eine Null zu kommen, muss ich meinen Exponenten auch auf die Null bringen. Und es gibt da die Vereinbarung für dieses Gleitkomma-Format, dass wir hier den Exponenten 0 haben und unsere Mantisse natürlich auch 0 haben. Wie viele Nullen habe ich beim Gleitkomma-Format? Ich habe gerade ein Bit so ein bisschen rausgelassen. Wie viele Nullen habe ich bei einem Gleitkomma-Format? Die Anzahl. Genau, also ich habe ja an sich die positive Null und die negative Null, wenn man es so will. Weil ich das Vorzeichenbit ja jeweils mit 0 und mit 1 setzen kann. In jedem Fall wäre es aber immer noch dann alles 0. Zu den anderen beiden, die hier gerade im Chat erwähnt worden sind, kommen wir gleich. Also wir hatten eben noch das, kannst ja schon mal hinschreiben. Wir hatten unendlich und not a number, aber noch was anderes. Wir wollen ja möglichst viele verschiedene Zahlen mit dem Gleitkommazahlenformat darstellen können. Das normalisierte Format ist relativ schön, aber es gibt irgendwie so ein Problem. Wir fangen an, also ich habe jetzt eine 0. Eine 0 habe ich mir gerade defini hab ich defini als 0, 0, 0, 0. Und ich habe normalisierte Zahlen, aber die normalisierten Zahlen fangen ja immer mit 1 an. Das heißt, ich habe jetzt 0 und das nächste, was ich habe, ist entweder plus 1 oder minus 1. Was mache ich denn mit Zahlen dazwischen? Kann ich die auch darstellen? Also im Moment habe ich auf meinem Zahlenstrahl, vielleicht kann man das ja mal so irgendwie machen, ich habe auf meinem Zahlenstrahl hier den. Moment, das sollte ich auf einer anderen Ebene machen, sonst habe ich hier, kann ich da gleich nicht mehr schreiben. Ja, also im Endeffekt habe ich gerade eben gesagt, hier ist meine 0 und hier sind meine anderen Zahlen. Positiv und negativ. Aber was ist mit welchen dazwischen? Habt ihr da auch irgendwie einen Begriff gehört, was man da machen kann? Also es gibt so kleine Zahlen dazwischen. Das ist so schwierig. Und ja, einige sind zu klein, das stimmt, aber es sind nicht alle zu klein. Also in der Vorlesung oder in der Übung wird ja explizit die Folie 186 referenziert. Und es gibt nicht nur normalisierte Zahlen, es gibt noch andere. Habt ihr was oder erinnert ihr euch zum Thema denormalisierte Zahlen? Ja, denormalisierte Zahlen beginnen mit 0. Genau, im Chat da an der Stelle auch richtig. Ich weiß jetzt nicht an der Stelle, ich glaube, eigentlich hattet ihr in der Vorlesung das, aber vielleicht ist auch das einfach
sehr kurz nur drüber gegangen worden. Also wir hatten normalisierte Zahlen, die mit einer 1 anfangen. Und das sind halt die, die ich hier eben gemalt hatte, die, ja, vielleicht hier auch irgendwie hinschreiben, plus 1, irgendwas, minus 1, irgendwas. Und da können wir auch relativ dicht die Zahlen dann irgendwie darstellen. Aber wir wollen auch hier an die Zahlen, die hier dazwischen sind. Und das geht dann eben mit den denormalisierten Zahlen. Oder auch manchmal als nicht normalisierte Zahl bezeichnet. Fragt mich bitte nicht, warum in der Aufgabenstellung beide Begriffe durcheinander gemischt werden. Vielleicht damit ihr wisst, dass es beide gibt. Im Endeffekt macht das aber da keinen Unterschied. Also es geht immer dann darum, dass wir nicht wie hier bei normalisiert mit 1 vorm Komma starten, sondern wir haben immer irgendwie ein 0 Komma. Genau, das war, was ich gerade meinte, dass also wenn da nicht normalisiert steht, dann zumindest so wie ich das verstehe, ist dann auch denormalisiert gemeint. Ja, leider beides irgendwie dazwischen. So, wenn wir eine Zahl haben, die mit 0 Komma anfängt, welche Zahlen kann ich denn mit 2 Bit in der Mantisse dann darstellen? Also jetzt wieder komplette Dualzahl in der Mantisse. Welche Zahlen kann ich mit 2-Bit-Mantisse als denormalisierte Zahl darstellen? Ihr dürft jetzt erstmal annehmen, dass wir wissen, dass eine 0 vorm Komma auf jeden Fall steht. So wie wir bei normalisierten wissen, dass eine 1 vorm Komma auf jeden Fall steht. Welche Zahlen von wo bis wo kann ich jetzt darstellen bei normalisierten? Einfach nur die Bits. Genau, also offensichtlich das Kleinste, was ich machen könnte, wäre, oder zumindest wirkt es erstmal wie das Kleinste, wäre 0,0. Das passt nicht ganz, weil dann wäre ich ja bei der 0. Die 0 haben wir aber ja schon definiert. Die gibt es irgendwie schon. Tatsächlich ist damit dann das Kleinste ja die 0,01. Wie gesagt, die 0 vor dem Komma wissen wir, dass es eine denormalisierte Zahl ist. Woher das kommt, kommen wir gleich zu. Und ich kann also dann, die kleinste ist dann 0,01. Bis dann halt zur höchsten. Na, das ist dann die 0,11. Das heißt, meine Mantisse könnte hier die Werte von 0,1 bis 1,1 annehmen. So, aber woher weiß ich denn jetzt, dass ich nicht eine normalisierte Zahl vorliegen habe? Wie mache ich denn da den Unterschied? Und ich will ja eigentlich auch eine kleine Zahl haben. Vielleicht gibt das auch so einen Tipp. Also was muss ich beim Exponenten machen? Die Zahl soll sehr klein sein. Ich will jetzt wirklich kleine Zahlen darstellen können. Ein hoher negativer Exponent, der geht auch wieder, damit gehe ich ja wieder, also es ist natürlich nur erstmal eine Idee, aber damit gehe ich ja sehr weit eigentlich dann weg von meiner Mitte. Und die hohen negativen Werte kann ich ja auch schon darstellen. Also tatsächlich ist es so, dass als Hinweis, dass wir denormalisierte Zahlen haben können, würde man hier den Exponenten 0 setzen. Mal das überlegen, ergibt das auch irgendwo so ein bisschen Sinn. Das heißt, wir haben ja hier in der Mantisse unsere 0,01 als kleinsten Wert mal 2 hoch unseren Exponenten in der
Exzesskodierung, wie auch immer, also den kleinsten Wert, den ich irgendwie erreichen kann. Und dann ist ja, wenn mein Exponent 0 ist, dann ziehe ich vielleicht noch irgendwie was ab, aber versuche damit den Exponent relativ klein zu halten. An der Stelle möchte ich auch noch mal daran erinnern, dass hier, ich glaube, genau, hier wird auch darauf hingewiesen, Folie 186 und 186 folgende bei euch im Skript. Für den Teil finde ich tatsächlich gerade die Folien 193, 194 für euch auch nochmal sehr spannend, weil da nochmal genau das Ganze aufgeschlüsselt ist, auch mit normalisierter Zahl, denormalisierter Zahl 0 und dem unendlich und not a number, zu dem wir gleich kommen. Im Endeffekt könnte man die 0 natürlich auch bei den denormalisierten mitbehalten, wird aber in der Regel halt extra definiert als spezielle Zahl, als besondere Zahl. Das ist eine gute Frage. Wie halte ich denn jetzt unendlich und not a number auseinander? So, machen wir es auch mal ein großes N. Das ist nämlich so der letzte Punkt, der uns noch irgendwie fehlt. Wenn wir, genau, die Mantisse ist da entsprechend relevant. Und wir haben für unendlich auch die Definition, dass unsere Mantisse dann aus entsprechend Anzahl Nullen besteht. Hier sind es jetzt nicht viele, hier sind es dann halt zwei Nullen, weil wir halt nur zwei Bit haben. Ne? Kann aber auch ein bisschen länger sein. Und not a number wird dann auch gesagt, jedes Bitmuster, das nicht der Wert mit nur Nullen ist. Dadurch wird es also auseinandergehalten. Das heißt, wenn wir beim Exponenten den Wert 2 setzen, das hat dann jetzt nicht wirklich den Exponenten zu tun, sondern das ist mehr so ein Hinweis für das verarbeitende System, dann wird als nächstes geguckt, welche Bits stehen an der Stelle, wo auch die Mantisse ist. Und wenn da nur Nullen stehen, dann ist das die Darstellung des Wertes unendlich. Und wenn da irgendein anderes Bitmuster steht, das hängt natürlich von der Anzahl Bits ab, wie viel das sein können. Also das könnten sehr viele sein. Bei uns sind das jetzt von 0, 1, nee, was haben wir? 0, 1, 1, 0, 1, 1. Wir haben drei Bitmuster hier zur Verfügung für Not a Number. Also nicht so viele. Wenn ihr natürlich mehr Bits in der Mantisse habt, dann könnte da noch ein ganz anderes Bitmuster sein. Genau, die Idee ist halt, dass wir das überhaupt haben. Die Idee ist, dass man halt bestimmte Zahlen oder bestimmte Operationen, dass man da schnell eine Abfrage machen kann. Also es geht darum halt, dass man Datenmengen schneller verarbeiten kann. Und wenn ich halt sehe, dass an der Stelle, wo mein Exponent sonst steht, dass da die beiden Bits mit 1, 1 gesetzt werden, dann ist das halt kein Exponent im klassischen Sinn mehr, sondern dann ist das ein Merker für das verarbeitende System hier. Achtung, dieser Wert ist entweder unendlich oder not a number. Guck dir an der Position der Mantisse die Bits an und dann weißt du, ob das unendlich ist, der Wert, und du eventuell gar nicht mehr weiter rechnen brauchst, weil du mit unendlich gerade rechnest, oder ob das gerade irgendwie eine ungültige Operation ist und dann darfst du es auch nicht mehr weiter berechnen. Also im Endeffekt, unendlich und not a number sind keine Zahlen im eigentlichen Sinn, sondern sind eher so nochmal Kontrollstruktur in einer gewissen Art und Weise oder Merkhinweise. Genau, das ist richtig. Also die Nachfrage hier war nochmal, warum ich zwei Punkte zwischen die Nullen gemacht habe. Es stimmt schon, an der Stelle haben wir jeweils nur zwei zur Verfügung. Ich wollte damit nur einmal nochmal darauf hinweisen, wenn wir eine breitere Mantisse haben, dann haben wir entsprechend das einfach nur voller Nullen aufgefüllt. Weil ihr in der Hausaufgabe eine breitere Mantisse habt. Ja. Ich habe jetzt halt ein relativ kurzes Beispiel genommen. Ja, wenn du im Bereich des Exponenten zwei Einsen hast und dann hier die Nullen, dann wäre das mit unendlich. So, was ich jetzt die ganze Zeit aber dann wieder weggelassen habe, ist, da achtet ein bisschen drauf, ich habe ein Bit weggelassen. Ne? Wir haben jetzt sehr viel über Bits gesprochen. Welches Bit haben wir noch?
Da haben wir ganz am Anfang einmal drüber geguckt, genau das Vorzeichenbit. Also das, ihr sollt ja in der Hausaufgabe auch die Anzahl von diesen einzelnen Kategorien angeben. Wie viele, wie ist das formuliert? Wie viele verschiedene Zahlen es da gibt. Dann vergesst bitte nicht, dass das Vorzeichen jeweils natürlich positiv und negativ gesetzt sein kann. Also alles im Endeffekt, ja, da dann eben auch reinfällt. Gut, ich hoffe, damit habt ihr auch so ein bisschen was über diese Zahlen auch verstanden. Jetzt wisst ihr auch nochmal, was denormalisierte Zahlen sind. Na, also damit wir dann halt hier unten auch so ein paar Zahlen. Vielleicht sind das nicht so viele, die wir damit darstellen können, aber wir können damit zumindest auch ein paar Zahlen zwischen 0 und zwischen plus und minus 1 jeweils darstellen. Das machen wir mit den denormalisierten Zahlen. Und dann gibt es hier hinten natürlich irgendwo so diesen Punkt, dass wir bei unendlich angekommen sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Gut, ich glaube, das war's. Zumindest hoffe ich, habe nichts verpasst. Ihr müsst bei den Bits müsst natürlich dann noch einmal umrechnen für die Wertebereiche, welchen das dann entspricht. Achtet darauf, den Exponenten einmal zurückzurechnen. Aber das haben wir eigentlich dann auch entsprechend gemacht. Ist in dem Fall halt eben Exzess 3 bei euch ja für die Hausaufgabe. Wenn dann jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, haben wir es durch und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Oder wann auch immer ihr euch das Ganze anguckt. Ich sehe ja, dass viele auch die Aufzeichnung sehen. Viel Erfolg und bis vielleicht zum nächsten Mal.